Wir sind ab 40 Meter tiefen See. Diesmal heute angeln wir, Elias. Was hast du Bock? Ich habe richtig Bock. Es ist auch wieder mal geiles Wetter. Es war die ganze Zeit kalt. Mittlerweile wird es ein bisschen wärmer. Man merkt es richtig. Die Sonne kommt immer mehr raus. Ja. Es ist saugeil hier. Es sieht auch wunderschön hier aus. Richtig schon Frühling-Sommer-Feeling hier. Wir hatten ja jetzt Winterpause gemacht, 3 Monate. Hatten gar keine Lust angezogen. War einfach zu kalt. Aber dafür haben wir Sachen vorgeplant. Heute angeln wir in dem 40 Meter tiefen See. Und wir haben ja schon richtig viel gefangen. Das haben wir in der letzten Video auch schon gesagt. Einmal haben wir einen Riesenaal gefangen. Einen Riesenaal haben wir gefangen. Dann hatten wir noch mal 2 Karpfen, den einen hatten wir hier, der ist hier in den Baum geschoben, genau. Der eine. Also genau hier vorne, wo wir jetzt angeln, haben wir den gefangen. Also das haben wir noch Stör gefangen hier. Ist auf jeden Fall jetzt, wie tief es ungefähr ist, durch diese Dipper-Videos. Wir werden jetzt hier dippen, den Bereich scannen, wie tief es hier ist, ob man irgendwas im Wasser sieht, Hindernisse etc., ob man Fische sieht. Und dann schmeißen wir die Köder halt schon mal raus. Wir haben jetzt 5 Ruten schon draußen, kannst du mir gerade erklären, die 2 hier links, was hast du drauf? Die sind beide auf Wurm, die haben wir gerade ungefähr noch 2 Meter weiter, als der Deeper ist. Ich weiß nicht, ob man ihn sieht. Da haben wir 2 Ruten auf Wurm. Dann haben wir da hinten nochmal 3, weil wir sind auch heute ein bisschen mehr Mann. Ja, genau. Da haben wir einmal an die Kante rumgeworfen, in der Mitte, hier vorne vor dieser blauen Plattform. Ja. Da hatten wir einen auf Foily und einen haben wir weit rausgeworfen, auch auf Wurm. Und gucken einfach, was geht. Einfach aufgrund alles. Ja. Alles aufgrund. Alles aufgrund. Okay. Vielleicht werfen wir später noch einen auf Posum. Ich weiß es noch nicht, weil wir haben hier ein paar Rotfedern gesehen. Ja, wir haben generell im letzten Jahr habe ich auch die ganzen Fische gescannt. Die waren ja alle Oberflächen da. Wir haben aufgrund ab bisher alles gefangen hier. Alles, ne? Ja. Noch nicht so viel auf Pose. Jetzt ganz kurz zum Deeper. Wir deepen gerade. Ich lasse ihn genau dort, wo ich ungefähr gefüttert habe. Und man sieht langsam auf dem Bild die Futterfische kommen. Ah, Rotfedern, Rotaugen, kleine Brassen. Ja, ja. Wie man hier unten sieht, das steht zwar, das heißt, er scannt die ganze Zeit das gleiche, aber seht ihr dieses Gelben, die Sicheln? Das ist unser Futter, das wir angefüttert haben, denn ich habe das Trockenfutter hier angefüttert. Ich habe es nicht mit Wasser vermischt, dass es so eine Wolke gibt. Ja, das sieht man ja immer. Ja, weil wenn du das nasse Wasser hast, immer die Klumpen, das sind auch nicht schlecht. Ja, ja. Aber ich wollte heute einfach mal eine Futterwolke machen, dass erstmal die Kleinen kommen. Wir werfen eine auf Pose, gucken, ob wir vielleicht eine Rotfeder fangen. Auf dem Bild sieht es ja richtig gut aus. Ja, sieht gut aus. Und ansonsten würde ich sagen, werfen wir dann auf Karpfen dort. Ja. Genau dort. Und dann scannen wir auch später noch, ob da vielleicht ein paar dickere sind. Wir haben jetzt 4 Ruten auf Wurm draußen und eine auf Boilie, oder? Genau, ja. Wir waren genau vor einem Jahr hier, das erste Mal. Vor einem Jahr, genau. Und seitdem muss man wirklich sagen, wir haben uns verbessert. Ja. Ihr habt immer reingeschrieben, was wir falsch gemacht haben. Ja, uns hat das gar nicht gestört. Ja, wir haben uns einfach die Information genommen und dadurch wurden wir jetzt ein Stück besser auf jeden Fall. Würde ich auch sagen, ja. Und deswegen auch bis heute immer reinschreiben. Aber jetzt kommt er langsam zur Futterstelle und da hier sieht man das ganze Futter. Hier sieht man das ganz gut im Wasser, das Gelbe, was man hier sieht. Hier, da sieht man die ersten Fische. Da ist der erste Karpfen wahrscheinlich. Ja. Hier sieht man das. Da ist auch genau im Futter drin. Ja, genau im Futter. Das gelbe Zeug ist das Futter hier. Da sind 2 kleine Fische und ein mittelgroßer. Wir scannen nochmal hier, wo die anderen Ruten sind. In der Sonne. Oh ja, da sieht man direkt. Da habe ich gefüttert. Da liegt auch eine Rute. Da sieht man auch direkt hier in 0,9 Meter Tiefe, sieht man direkt den ersten dicken Fisch. Erklär mal ganz kurz. Wir haben eine Karpfenmontage, damit fangen wir dicke Karpfen. Genau, und wieso ist das so gut? Montage. Ja. Das ist einfach eine Pop-Up-Montage. Dann geht es zum Beispiel so hoch. Also dieses Stück schwimmt hier. Genau. Das bleibt aus dem Boden. Bis zum Blei. Das ist so selbstgemachtes Blei von unserem Opa. Ja. Der feiert die gekauft nicht so, der macht das immer selber. Ja, guter Mann auf jeden Fall. Ja. Hier nochmal zur Verstärkung, dass er sich das hier nicht verheddert. Und sozusagen liegt er dann so auf dem Boden. Ich mache den noch ein bisschen kürzer, dass er ungefähr nur so viel auf dem Boden ist. Er schwimmt dann sozusagen so. Wir benutzen auch die Selbsthackmontage, das sind 112 Gramm hier. Ja. Das heißt, wenn der Karpfen den Haken zieht, hat er direkt diesen Widerstand vom Blei und dadurch hackt er sich automatisch halt an. Mhm. Und deswegen nennt man das Selbsthackmontage. Okay, Marcel startet die Drohne um. Wir fliegen jetzt um den See und gucken, ob wir an der Oberfläche Fische sehen. Ey, wir haben Biss. Ist dran! Nein, nein! Das Karpfen! Oh, der erste Fisch! Nein! Ja! Ja! Junge, von 0 auf 100! Oh, Junge! Der ist aber echt schwer! Guck mal! Ja, wurde auch langsamer Zeit! Ja! Aber guck, wir haben die vor 5 Minuten rausgeworfen! Ja! Ja. Das war die du geworfen hast, ne? Ist es safe, Karpfen? Ey, am besten, wollt ihr die Ruten hier einholen? Ja. Das ist am besten. Ey, der zieht voll nach links, ich kann nichts dagegen tun. Als ob. Ohne Scheiß. Ich kann nichts machen. Wir stranden den hier vorne. Ey, der ist richtig fett. Aber wirklich. Junge, der ist so eine Kraft. Komm, der zieht einfach ab. Okay. So, mein erster großer Fisch dieses Jahr. Und das ist direkt irgendwas richtig Fettes. Guck mal, da kommt das. War auch auf Wurm? Ja, die war auf Wurm. Boah. Jo. Ja, Alter, was macht der hier? Was macht er mit mir? Hier sieht man den in der Kamera, in der Drohne sieht man den. Ich glaube, im Spiegelkarpfen. Richtig dicker. Ey, der ist richtig fett. Unglaublich.
Boah, das ist ja wirklich krass. Der ist richtig fett. Ja, der ist brutal. Oh, richtig. Ja. Krank. Er ist brutal. Junge, der erste Fisch dieses Jahr. Ja. Krank. Sau da. Boah, was ein Apparat hier drin. Was ein Brocken? Ja. Was ein Brocken, Junge. Wie viele denkst du, hat er? 12, 13. Vielleicht aber auch 15. Also es ist wirklich selten, dass wir so einen krassen Drill haben. Das hat dann wirklich. Der hat wirklich Power. Ja. Also richtig top. Junge, Junge, was ein Fisch. Das ist ja so ein fetter Karpfen. Oh Mann. Ey, was soll man dazu sagen, das ist ja unglaublich. Unglaublicher Fisch. Schön gehakt in der Unterlippe. Richtig. Aber gebt euch mal den Bauch, wie der aussieht. Der ist so richtig nachgegessen. Ja, das ist ein fetter Fisch. Was für ein Fisch. Auf Wurm gefangen. Wir haben diesen Fisch auf Wurm und jetzt wieder tief in den See gefangen. Okay, lassen wir ihn frei. Ich will auch drauf. Junge, ist das schwer. Oh, da sind wir weg. Was ein Fisch. Ja. Was ein Fisch. Unglaublich. Der nächste Fang. Also der hat schon locker seine 15 Kilo. Bestimmt 15 Kilo Karpfen. Erster Fang dieses Jahr hier auf Wurm am 40 Meter tiefen See. Erster Fisch des Jahres auch sein. Also erster würdiger Fisch des Jahres. Wir werfen der hat keine Batterie mehr. Nein. Oh, das war Notfallmodus. Okay, also du möchtest jetzt an. Boah, Junge, mach das mal weg. Ey. Das war voll ekelhaft. Also du möchtest jetzt die roten Wurm schmeißen? Da, wo wir den Karpfen gefangen haben. Okay, scheiß drauf, das nehme ich nicht auf. Das ist jetzt auch egal. Oh shit, wir haben den nächsten. Nächster Fisch hier. Hier im See. Warte, kann Aal sein. Nee, ich denke, das ist kein Aal. Nee, das ist kein Aal. Das ist ein Karpfen. Das kann nur Aal oder Stör sein. Wie letztes Mal. Vom Gefühl, was denkst du, ist dran? Karpfen, großer Karpfen. Mittlerer Karpfen, kleiner Karpfen oder Aal? Ja, ernsthaft? Ja, weil der wehrt sich nicht wirklich. Aber der ist schon Gewicht dran. Ja, hier zieht er ein bisschen. Aber ja, wild. Das ist was Gutes. Weißt ja, du? Das ist immer gut. Ja. Egal was da drin ist, das ist gut. Rauskommt, das ist nochmal eine andere Frage. Ja. Hauptsache irgendwas fangen, oder? Ja, Hauptsache ich sehe diesen Fisch. Und es ist. Ah, sieht man noch nicht. Guter Karpfen, Junge. Kann doch kein Aal sein, oder? Ich glaube Karpfen, ja. Aal wär geisteskrank, wenn das ein Aal ist. Ja. Der Aal muss so fett sein, wenn das ein Aal ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ein Aal. Nein, das kann nicht sein. Hä? Oder? Das ist ein Aal. Nein. Ey, der muss so fett sein. Oh mein Gott, wie fett ist dieser Aal? Das ist der Fang hier. Auf Wurm. Bei Dämmerung. Da schwimmt er weg. Kurzes Statement, Elias. Ja. Direkt erster Tag, an dem wir angeln, direkt Karpfen gefangen und ein Aal. Ich dachte nicht, dass der Jahresanfang so gut wird, aber ich weiß auf jeden Fall, dieses Jahr, es wird unser Angeljahr, weißt du? Ja, dieses Jahr holen wir am meisten raus. Auch, ja. Alles auf Wurm, ja. Was wir fangen, ist groß. Ey, das ist doch krass. Mittlerweile, man muss sagen, wir fangen immer die gleichen Fische, aber ja, dafür sind die halt schon recht. Aber das kann sich ändern, weil wir noch gar nicht auf Köderfisch geschmissen hier, noch gar nicht. Das ist aber ein anderes Kapitel, finde ich. Ja, genau. Aber erstmal hier auf Wurm und mal rausfinden, was hier so abgeht im See.